so, oder? Gesundheit. Hallo meine Lieben, heute gibt es mal ein Q&A mit meiner Katze. Da ein bisschen was schief gegangen ist, nennen wir es höhere Gewalt. Ja, es war ja auch höhere Gewalt. Ich musste als Notlösung darauf zurückgreifen, dass ich dieses Video, was jetzt Mitte der Woche online kam, noch schnell produzieren konnte für euch. Warum? Weil Friederike mich nicht gelassen hat. Ich habe einfach an den Tag, an dem ich das Video drehen wollte, 4 Stunden am Hauptbahnhof festgehangen. Es wären 8 gewesen, hätte Papa mich nicht abholen können. Ja, dann musste ich noch Hausaufgaben machen. Da war natürlich nichts mehr mit Videodrehen und den Rest der Woche auch nicht. Deswegen gibt es jetzt ein Q&A. Aber naja, so bekommt ihr auch mal wieder ein Q&A. Und es gab ja auch einige Fragen. Ich habe euch nämlich auf Instagram dazu aufgefordert, mir Fragen zu stellen. Und folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, weil da frage ich immer nach Fragen für ein Q&A. Erste Frage von Bring Me to Wonderland. Welche Make-up-Marke ist deine Lieblingsmarke und warum? Das kann ich ganz einfach beantworten. Meine Lieblings-Make-up-Marke ist NYX Cosmetics oder NYX Professional Make-up. Ja, sie mag zwar eine Drogeriemarke sein, aber gerade das ist ja so geil, weil ich meine, sie ist erschwinglich, die Produkte von NYX. Und sie sind aber trotzdem so gut wie High-End-Make-up, also in meinen Augen zumindest. Die Produkte sind einfach super vielseitig. Man kann sich damit so kreativ ausleben und einfach diese Marke an sich inspiriert mich schon dazu, kreativ zu sein. Die meisten Marken machen immer da Nude und da eine dezente Farbpalette und da ganz dezente Lidschatten, aber ich brauche Vielfalt in meinem Make-up. So knallige Farben, verschiedene Designs und da bietet NYX ganz, ganz viele Sachen. Deswegen ist es einfach schon mein Lieblingsmarker gewesen, bevor ich auch nur ein einziges Produkt von denen hatte. Und ich finde das Design auch sehr ansprechend, einfach mit dem Schwarz und dann mit dieser coolen weißen Schrift. Herr-Nielsen fragt, wie hätte sich wohl die antike Flächenberechnung entwickelt, wenn Archimedes das Integralverfahren früher entwickelt hätte? Du musst mir auch Fragen stellen, die ich beantworten kann. Tarot 0908-17 fragt, wie findest du eigentlich den Jugendclub Taucher? Ja, also im Jugendclub Taucher war ich ja schon öfter. Einmal um die Gala der Jugendpreisverleihung 2016 zu moderieren. Dann war ich ja 2017 zur Jugendpreisverleihung nominiert, habe ja den 3. Platz gemacht. Also halt die Gala zu proben und alles. Also ich finde die Einrichtung total cool. Es ist richtig cool für Jugendliche, die da abhängen wollen und ja, eine Beschäftigung suchen, die sind dort mega gut aufgehoben. Jolly.x fragt, hast du noch Kontakt zu deinen alten Mitschülern? Wenn ja, habt ihr immer noch dieselbe Bindung wie damals? Naja, jetzt ist die Frage, welche alte Mitschüler? Die Mitschüler aus der Oberschule eher nicht so, aber das sind dann auch irgendwie meistens solche Leute gewesen, nachdem die Klasse, also die Schule abgeschlossen war, hat man die zufällig auf der Straße gesehen und die haben sehr schnell weggedreht, wie, oh Gott, hoffentlich sieht sie mich nicht. Und solche Leute, die, ganz ehrlich, solche Leute muss ich nicht mehr in meinem Leben haben. Ich meine, mit denen war man dann irgendwie nur befreundet, weil man sie jeden Tag gesehen hat. Und in der Klasse waren aber einige auch, die mit mir dann Abitur gemacht haben in der zweiten Schule und mit denen habe ich noch Kontakt, gerade mit meiner besten Freundin Antonia habe ich oft noch Kontakt. Also wir sehen uns ja kaum noch, wegen sie macht in der Schule und ich mache Ausbildung und selten, dass wir uns mal sehen, leider. Mit Mikey Bear habe ich natürlich irgendwie fast täglich noch Kontakt, so per WhatsApp, also irgendwie mein bester Freund so. Ja, Alex sowieso ist ja mein Freund, logischerweise. Ja, und dann noch so ein paar andere Dudes, also vom Abi, da habe ich noch mit sehr vielen Kontakt, Jonas, Martin, alle halt. Also mit wirklich sehr vielen. Aber da habe ich auch das Gefühl gehabt, im Abi haben sich Freundschaften viel stärker gefunden. Und man war auch irgendwie viel enger beieinander. Und in der Oberschule war das alles so oberflächlich. Anja-Smile-fragt. Erstmal finde ich klasse, wie du deine Ziele verfolgst und nicht aufgibst. Außerdem merkt man richtig, dass du liebst, was du tust. Oh, Dankeschön. Meine Frage. Wie bist du auf den Friseurladen gekommen, wo du jetzt arbeitest? Das Ding ist, eigentlich wollte ich ja erst Schauspielerin werden, habe mich dann, während ich meine Facharbeit darüber geschrieben habe, dagegen entschieden, weil dieser Lebensweg mir echt zu unsicher ist. Aber Schauspielen liebe ich immer noch. Das Problem ist halt auch nur, dass ich mich dafür körperlich, äußerlich sehr verändern musste. Dann dachte ich mir, gut, dein zweites Hobby, Make-up-Artist. Ist ja auch wieder eine private Ausbildung, heißt auch wieder viel Geld dafür hinblättern. Und da dachte ich mir, gut,
Dann machst du jetzt eine staatliche anerkannte Ausbildung, die irgendwie dann auf Make-up-Artist aufbaut. Und ich habe gelesen, dass es einfach cool ist oder zumindest von Vorteil ist, wenn man sich auch ein bisschen mit Haaren auskennt und davor eine Friseurausbildung gemacht hat. Dann habe ich einfach geguckt, Friseur Leipzig, habe so einiges gefunden, war halt nicht so begeistert und dann habe ich meinen Laden gefunden und war so krass. Ich war komplett begeistert, weil es halt auch was ganz anderes war. Sowas habe ich noch nie gesehen. Und ja, ich war komplett geflasht. Ich dachte mir so, wow, das ist ja voll die Ladenatmosphäre, die so mega zu mir passt. Dann habe ich mir gesagt, okay, ich will dahin und irgendwo anders hin. Dann habe ich mich irgendwie ein Jahr schon vorher da beworben. Und die waren, glaube ich, beeindruckt, dass ich so ehrgeizig war und mich schon so früh beworben habe, weil es offensichtlich so voll viel passiert, dass sich manche erst so einen Monat davor bewerben für die Ausbildung, wo ich mir denke, was ein Monat, was? Ich hatte ja auch so ein paar Bilder mit reingetan, so was ich schon alles so getönt hatte und ja, das hat dann wahrscheinlich letztendlich dazu geführt, dass ich dort Ausbildung machen durfte und jetzt bin ich da und ich freue mich. _Alicia08 fragt, liebst du Five Finger Death Punch immer noch so krass und wen willst du unbedingt noch live sehen? Naja, also bei Five Finger Death Punch, ich war so ein mega Ultra. Ich war so ein übelstes Fangirl. Ich bin immer in Tränen aufgegangen, wenn ich die Musik gehört habe. Und ich war einfach so fanatisch nach dieser Band. Dann war es soweit. Ich glaube November 2015. Ich habe sie das erste Mal live gesehen. Ich hätte niemals in meinem Leben gedacht, dass das irgendwann passieren wird. Und dann habe ich sie gesehen. Und dann kam auch noch dazu, dass die Autogrammstunde im EMP so an Leipzig gegeben haben. Und da habe ich gedacht, gut, nein. Okay, bye. Ich mach krank. Ich muss dahin. Und dann war ich da. Bin fast unmächtig geworden, weil Ivan, also der Sänger, hat ja auch noch gesagt, by the way, I love your hair. Und ich bin so ausgerastet. Oh mein Gott, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dann war ich beim Konzert. Und das war der schönste Abend meines ganzen Lebens. Ja, aber danach, muss ich sagen, hat sich das ein bisschen gelegt. Danach habe ich die eigentlich kaum noch gehört. Also ich habe natürlich noch wochenlang nach dem Konzert davon geschwärmt, wie wunderschön es war. Aber dann, genau, dann war das, glaube ich, habe ich irgendwie an meinem Handy abends rumgespielt und auf einmal habe ich meine ganze Musik gelöscht und ich dachte mir so, scheiße, wie soll ich die Fahrt morgen in die Schule überleben ohne Musik? Und dann ist mir nur in den Sinn gekommen, ach ja, die und die Band, die hast du letztens live gesehen, machst du einfach schnell ein Album von denen drauf. Und ja, dann habe ich auch voll vergessen, Five Finger Death Punch drauf zu machen. Das wollte ich dann den Nachmittag machen, habe es dann auch vergessen. Seitdem habe ich es nicht gemacht, weil ich es immer wieder vergessen habe. Und dann habe ich die halt immer weniger gehört und es ist immer mehr in Vergessenheit geraten. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, nach diesem einen Konzert, wo man eigentlich denkt, oh mein Gott, die sind unerreichbar. Und dann sieht man sie doch und dann ist das kein Traum mehr, sondern man weiß, dass es real ist. Und dann verliert das irgendwie den Reiz. Aber mittlerweile habe ich sie wirklich ein Jahr schon, 2 Jahre nicht mehr intensiv gehört. Ja, und jetzt bin ich halt eher so Death Metal. Ne? Mein Freund hat mich immer liebevoll Death Metal Hure genannt. Und ja, jetzt ist mein Lieblingsband halt Deserted 4. Love Lissy 1 fragt, welche Haarfarben willst du nochmal ausprobieren? Ja, gute Frage. Ich hatte eigentlich schon so gut wie jede Haarfarbe. Außer, nee, doch, schwarz hatte ich auch schon. Ich hatte eigentlich schon alles. Ich bin erstaunt, dass ich das Pink jetzt schon seit über einem Jahr habe. Ich habe noch nie so lange eine Haarfarbe ausgehalten, aber ich glaube, Pink passt einfach auch so gut zu mir. Obwohl ich Pink eigentlich hasse. Aber ich spiele mit dem Gedanken, im Frühling mal wieder was anderes zu machen. Ich meine, ein Jahr die gleiche Haarfarbe, das reicht schon. Also ich glaube, ihr seid schon gelangweilt von mir. So im Frühling oder so mal in Richtung Blau wieder zu gehen. Mit türkisen Spitzen oder so. Gesundheit. Ja, was ist denn los? Hab ich dich aufgeweckt? Tut mir leid. Oh, das schlapp weiter. Alles gut. Also ich hätte wirklich mal wieder Bock auf Blau, Türkis, aber ich glaube mittlerweile habe ich mich schon so an das Pink gewöhnt. Ich habe Angst, dass ich es dann vermisse. Was ich mir aber auch vorstellen könnte, so Gelb oder Orange. Lea.bchnr hat gefragt, wer ist dein Lieblings-YouTuber und von wem guckst du dir am liebsten Schminktutorials an? Meine Lieblings-YouTuber sind auf jeden Fall Ellie im X, also Alicia Marie. Die ist eine deutsche YouTuberin und die hat an den ersten deutschen Nick's Face Awards gewonnen.
Und dadurch habe ich sie auch kennengelernt und oh mein Gott, sie macht so gute Videos. Wirklich jedes ihrer Videos ist ein einzelner Genuss. Also sie ist echt meine absolute Lieblings-YouTuberin. Dann eine YouTuberin, die ich auch total mag und zurzeit so gerne gucke, ist Evelina Forsell. Sie ist eine schwedische YouTuberin, die Englisch spricht. Sorelle Amour, die habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Die macht so gute Reisevideos. Gibt es noch irgendwelche anderen? Ja, Iplan, die gucke ich immer noch sehr gerne. Den gucke ich eigentlich schon seit er angefangen hat und gucke ich auch immer noch. Jay und Aria gucke ich sehr, sehr gern. Die machen ja so Filmfehler und Filmkritiken. Marvin Magnificent feiere ich total. Und Mrs. Bella natürlich auch. Auf jeden Fall noch Cheng, also jetzt ja mit seinem neuen Channel Jibo. Und Sarah Sorceress gucke ich auch ganz gerne. Und Regina Hickst. Und die letzte Frage von Anne-Unicorn. Bist du dieses Jahr wieder beim Wiffle Force? Wenn ja, wie sieht's aus mit einer gemeinsamen Runde Flunkyball? Wenn wir Flunkyball mit Wodka O machen können, gern. Ich bin nicht so der Bierfan, also ich trinke gar nicht gerne Bier. Aber leider bin ich nicht auf der Wiffle Force. Ich war einmal da und da war es noch in Reutjora. War nicht so der Fan von. Das ist mir zu hardcore. Der einzige Hardcore, den ich mag, ist halt Hatebreed. Ich bin halt so mehr Death Metal und deswegen. Also ich muss sagen, ich war ja 2016 beim Wiffle Force und oh mein Gott, das war das beste Line-Up auf der ganzen Welt. Wirklich, ich hatte noch nie ein Festival-Line-Up gesehen, was so gut war. Also für mich jetzt, weil da waren so 50% meiner Lieblingsbands vertreten. Und dieses Jahr fahre ich zum Partisan. Also wer beim Partisan ist, der kann ja bitte mal kommentieren. Vielleicht sehen wir uns ja. Okay, Schnatz ist wieder eingeschlafen. Okay, das war's jetzt mit dem Video. Tut mir wirklich leid, dass es nicht geklappt hat wie geplant. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Ich weiß noch nicht, wann es der Fall sein wird, aber eventuell im nächsten oder im übernächsten Video wird sich die Videoqualität endlich verbessern, denn ich habe vor, mir eine neue Kamera zu kaufen. Endlich. Ja, auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und kommentiert, wie gesagt, ob ihr schon mal beim Partisan wart oder ob ihr auch hinfahrt oder wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ich kann sie ja noch beantworten. Und genau, folgt mir auf jeden Fall auf meinen Social Media Kanälen, weil da seht ihr immer Aktuelles und wenn ich irgendwie zu irgendwas aufrufe, dann seht ihr, dann wisst ihr Bescheid. Und auf jeden Fall abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und auf jeden Fall abonnieren, um nicht die geile Qualität von der neuen Kamera zu verpassen, weil das wäre cool. Glocke aktivieren nicht vergessen und wir sehen uns dann nächste Woche Sonntag beim nächsten Video. Bis dahin, ciao!